So, also, ich habe im Vorfeld des Talks auch ein paar Fragen und Anmerkungen gesammelt im Freundes- und Bekanntenkreis. Möchte daher noch kurz sagen, worum es in diesem Talk jetzt eigentlich nicht geht. Ich werde mich auf den deutschen Raum beschränken und auf DIN-Normen, werde nicht darüber hinausgehen, also auch nicht die aus dem Internet bekannten RFCs oder sonst wie, darauf werde ich in diesem Talk nicht eingehen. Zum anderen, ich werde kurz anreißen, wie so eine Norm entsteht, aber nicht detailliert auf den Prozess und die Ausschüsse und Gremien eingehen. Ebenso wenig, wie man Standards selber einreicht. Es sei nur gesagt, es geht, aber ich werde nicht detailliert erklären, wie. Und natürlich das Thema Normen und Rechtsverbindlichkeit. Inwiefern sind Normen jetzt rechtsverbindlich und müssen eingehalten werden oder nicht? Dazu auch nur ein kurzer Abriss. Warum? Ganz einfach, weil jeder dieser Punkte ein eigener Vortrag von mindestens 2 Stunden wäre. So, was ist eine Norm? Eine Norm ist etwas, das technische Umstände und Prozesse regelt. Das klingt gleich erstmal so kompliziert. Technische Umstände. Was ist das denn? Naja, einfach gesagt, eine Norm regelt Anforderungen für Produkte, Verfahren, Dienstleistungen. Also im Grunde die gesamte Wertschöpfungskette rauf und runter. Für fast alles gibt es irgendwo eine Norm. Dann ist wichtig, die Anwendung von Normen ist grundsätzlich erstmal freiwillig. Davon gibt es 2 Ausnahmen. Zum einen Verträge. Wenn jetzt 2 Unternehmen einen Vertrag schließen und da steht drin, ja, du produzierst das nach Norm XYZ, dann ist die Norm natürlich plötzlich verbindlich, weil sie im Vertrag steht. Das andere sind Gesetze. Wobei man in Gesetzen sagen muss, dass Normen selten direkt erwähnt werden. Das ist dann meistens dieser Satz wie nach aktuellem technischen Stand, womit dann bestimmte Normen gemeint sind. Es gibt aktuell ca. 40.000 DIN-Normen in Deutschland. Alle Normen zusammengenommen nennt man das deutsche Normenwerk. Davon sind mittlerweile nur noch so 25% reine DIN-Normen, die nur auf nationaler Ebene gelten. Alles andere sind europäische Normen oder internationale Normen, die als deutsche Normen übernommen wurden. Und jährlich kommen da so circa 2000 Normen hinzu und fallen einige weg. So, wie entsteht jetzt so eine Norm? Normen entstehen, ich hatte es schon angesprochen, in Gremien und Ausschüssen. Wer sitzt da jetzt alles drin? Salopp gesagt, alle, die Interesse haben, an dieser Norm mitzuwirken. Das ist in den allermeisten Fällen eigentlich immer die Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, bei vielen Dingen auch Verbraucher oder Verbraucherschutz und dann bei einigen Dingen auch Politik, insbesondere dann halt, wenn es um Normen geht, die im Zusammenhang mit irgendwelchen Gesetzen oder Verordnungen stehen. Wie eine Norm entsteht, ist, wer hätte es gedacht, in einer Norm geregelt. Das ist die DIN 820-4, nennt sich Geschäftsgang. Da ist geregelt, wie so eine Norm entsteht. Der ganze Teil 820 regelt alles drumherum. Die DIN 820 werden wir nachher noch kennenlernen. Die regelt zum Beispiel, wie so eine Norm aufgebaut sein muss. Wie läuft das jetzt? Naja, alles fängt an mit einem Antrag. Irgendjemand stellt einen Antrag, hier wäre cool, dafür eine Norm zu haben, können wir das nicht so machen. Diesen Antrag können tatsächlich alle stellen, also auch ihr oder sonst jemand, weil das ist öffentlich. Wenn dann so ein Antrag eingereicht wurde, dann nimmt sich der zuständige Ausschuss oder das zuständige Gremium dem an und guckt, ja, was kann man daraus machen und entwickelt mal was, entwickelt einen Entwurf. Wichtig, dieser Entwurf ist tatsächlich im Konsens. Die müssen sich alle einig sein. Das ist kein von hier die Industrie oder Wirtschaft kann da mit Mehrheit irgendwas durchdrücken. Nein, alle Mitglieder dieses Gremiums müssen sich einig sein. Wenn ihr dann fertig sind, dann kommt ein Entwurf raus, der wiederum öffentlich ist. Sprich, dann kann die Öffentlichkeit Fragen, Kommentare, Anmerkungen dazu machen. Also wieder alle, auch ihr. Diese Fragen und Anmerkungen muss das Gremium dann aufnehmen, durcharbeiten und wenn man Glück hat,
fällt da am Ende so eine Norm raus. Was macht man jetzt damit? Ja gut, jetzt haben wir eine Norm. Warten wir mal ein paar Jahre, ist die dann nicht irgendwann veraltet? Auch dafür gibt es natürlich einen Mechanismus. Deswegen wird jede Norm spätestens alle 5 Jahre einmal angefasst und überprüft. Das kann natürlich deutlich kürzer sein, wenn es Aktualisierungen gibt, die für Normen herausgegeben werden, klar. Aber spätestens alle 5 Jahre wird so eine Norm angefasst, wird geguckt, ist sie noch aktuell? Macht man das noch so? Braucht man die überhaupt noch? Falls nicht, wird sie zurückgezogen? Und wenn ja, wird sie entweder aktualisiert oder man sagt, sie bleibt halt so. Deswegen kann es sein, dass euch Normen begegnen, deren letzte aktuelle Version irgendwie von vor 2000 ist. Das heißt aber nicht, dass die veraltet ist und im Grunde keine Aussagekraft mehr hat, denn sie ist maximal 5 Jahre veraltet. So, Thema Codierung und Bezeichnung. Da habe ich jetzt mal so eine Beispielnorm mitgebracht. Hier. DIN ISO 13485, Medizinprodukte, Qualitätsmanagementsysteme, Anforderungen für regulatorische Zwecke. Rums. Allein das Deckblatt erschlägt einen ja schon fast. Was steckt jetzt also hinter dieser kryptischen Bezeichnung DIN ISO 3485? Na. Springt da leider wieder zurück. So. So eine Bezeichnung ist im Grunde in 3 Teile aufgeteilt. Wir fangen an, DIN ISO. Das ist die sogenannte Kurzbezeichnung. Auf gehe ich gleich noch ein, wie sich das aufbaut. Dann hat man die Kennziffer mit Kennzeichnung des Teils. Das habe ich in dem Fall jetzt dazu gedichtet. Die Norm, die ich rausgesucht habe, hat nur einen Teil. Aber wenn eine Norm mehrere Teile hat, wird das mit Strich und Teil gekennzeichnet. Und dann nach dem Doppelpunkt das Veröffentlichungsdatum dieser Version der Norm. In dem Fall der Dezember 2021. Das sieht man auch, wenn man auf den Titel geht. Rechts oben steht Dezember 2021. So, diese Kurzbezeichnung. Fangen wir mal von links nach rechts an. Wir hatten ja DIN EN ISO. DIN ist eine nationale Norm. Heißt, wurde entwickelt auf nationaler Ebene vom Deutschen Institut für Normung. Früher hat man gesagt, DIN steht für Deutsche Industrienorm. Das gilt seit 2004 nicht mehr. Die Bezeichnung ist veraltet, inzwischen Deutsches Institut für Normung. Dann gibt es das Gleiche natürlich auch noch auf europäischer Ebene. Das nennt sich das CEN, C-E-N. Das ist im Grunde das DIN auf europäischer Ebene. Die entwickeln auch da Normen. Und anhand der Regeln, die sich das CEN selber gegeben hat, ist es so, dass jede europäische Norm oder EN, die entwickelt wird, automatisch eine DIN-EN wird, weil alle Mitgliedstaaten diese Norm unverändert übernehmen müssen. Sie dürfen nationale Anmerkungen und Kommentare reinschreiben, aber der Normentext darf nicht verändert werden. Und deswegen wird aus jeder europäischen Norm immer automatisch eine DIN-EN. Und dann hatten wir noch den dritten Teil, das ISO. ISO sind Normen, die vom sogenannten ISO-Konsortium herausgegeben werden. Und diese sind auch erstmal wieder rein freiwillig. Anders als EN-Normen, die ja übernommen werden müssen, sind ISO-Normen rein freiwillig. Wenn jetzt so eine ISO-Norm existiert und das CEN, also das Europäische Normenkomitee, sagt, ja, die finden wir gut, die wollen wir haben, und übernimmt die, dann wird daraus eine EN-ISO. Und wie wir ja gerade gelernt haben, aus jeder EN wird automatisch eine DIN-EN, wird dann also in Deutschland daraus eine DIN-EN-ISO. Das ist das, was wir jetzt hier bei unserer Norm gerade hatten. Wenn jetzt der europäische Normkörper sagt, die ISO-Norm brauchen wir nicht, aber das DIN sagt, hey, die ist cool, die wollen wir haben, dann wird daraus eine DIN-EN-ISO.
ISO. Unveränderte deutsche Übernahme einer internationalen Norm. Dann gibt es natürlich noch viel mehr Normen. Wer in der Elektrotechnik unterwegs ist, kennt sicher die DIN VDEs. Das sind Normen zum Thema Elektrotechnik. Dann gibt es noch diverse wie TR, das sind technische Richtlinien, Specs, Specifications und noch einen ganzen Haufen mehr an diesen Kurzbezeichnungen. So, die Kennziffer. In unserem Fall 13.485. Das Schöne an diesen Kennziffern ist, oder das Spaßige, die sind nicht einheitlich. Eine DIN 500 ist nicht dasselbe wie eine DIN EN 500, ist nicht dasselbe wie deine DIN EN ISO 500. Großer Spaß, wenn man Normen sucht. ISO-Normen haben den Vorteil, die sind in Gruppen zu 1000 eingeteilt. Viele von euch kennen ja vermutlich die ISO 27001, Informationssicherheitsmanagementsysteme. Der gesamte Block 27000 ist reserviert für das Thema Informationssicherheitsmanagement. Das heißt nicht, dass es da 1000 Normen gibt, aber der Block ist reserviert. Und das Schöne an dieser Blockeinteilung ist, dass die Nuller-Normen, in dem Fall die 27000, immer Begriffe und grundlegende Definitionen von Konzepten sind. Das ist bei allen so. Das ist bei der 27000 so. Das ist auch bei der 9000 so. 9001 sind ja Qualitätsmanagementsysteme. Und da ist auch die 9000 Begriffe und Definitionen. Die Norm, ja, nach der Ersterscheinung durchnummeriert. Deswegen heißt das in Deutschland bei den Normen, also das Institut schreibt von der sogenannten Zählnummer. Weil im Grunde, wenn eine neue Norm herauskommt, nicht eine neue Version, sondern eine komplett neue Norm, wird einfach die nächsthöhere freie Zahl genommen und fertig. Teilweise Gruppierung kommt daher, als die fünfstelligen Normennummern eingeführt wurden. Das war auch so roundabout 2004. Davor gab es noch mehr Kurzbezeichnungen, zum Beispiel DIN B für Bergbau oder DIN KR für den Kraftfahrzeugbau. Das ist weggefallen. Und seitdem gibt es manche Bereiche, die eigene Gruppen sind. Beispielsweise ist der gesamte Bereich 70.000, DIN 70.000, der Bereich ist reserviert für den Kraftfahrzeugbau. Das, was früher eine eigene Kurzbezeichnung war. Kennziffern werden nicht neu vergeben. Das dient auch so ein bisschen der Nachvollziehbarkeit und Versionskontrolle. Das heißt, auch wenn eine Norm zurückgezogen wird und nicht mehr gültig ist, wird deren Kennziffer nicht für irgendwas Neues vergeben, sondern es wird einfach immer weiter hochgezählt. Jetzt gibt es natürlich, wäre ja schön, wenn wir nur ein System hätten, nee, gibt international noch genauso ein System. Das sogenannte ICS, International Classification for Standards, entwickelt und weiterentwickelt vom ISO-Konsortium. Das teilt sich im Grunde in drei Bereiche, das ist eine Ziffernfolge aus Bereich, Punkt, Untergruppe, Punkt, Untergruppe. So werden dann Normen klassifiziert. Aktuell so 40 Bereiche, aber auch hier nicht von 1 bis 40, sondern dazwischen sind auch immer wieder Leerstellen, weil Bereiche gestrichen wurden oder zusammengelegt wurden. Also kein einfaches Durchzählen. Inzwischen werden auch nationale Normen teilweise zusätzlich mit dem ICS gekennzeichnet, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Also diese nationale Norm entspricht ungefähr oder gehört zu diesem Bereich von internationalen Normen. Und wenn wir jetzt nochmal auf unsere Normen wechseln, dann sehen wir links oben so die ICS-Nummern, zwei Stück. Einmal Bereich 3, Gruppe 100, Untergruppe 70. Einmal Bereich 11, Gruppe 40, Untergruppe 1. Das steht dann da häufig noch mit drauf. So, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, ist dieses plus AC218 plus A11-2021. AC sind immer Korrekturen. Da wurden Korrekturen an einer Norm vorgenommen, 2018. Und das Plus heißt, die sind in dieser Norm eingearbeitet. Genauso wie
A11, das ist die 11. Änderung an dieser Norm aus dem Jahr 2021, die jetzt hier ebenfalls eingearbeitet wurde. So, bevor wir jetzt dazu kommen, gehen wir diese Norm mal ein bisschen durch. Nein, das ist nicht, was ich wollte. So, Vorworte. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, internationale Normen, egal ob EN oder EN ISO, dürfen nicht verändert werden, sondern müssen unverändert übernommen werden. Mit Ausnahme von nationalen Anmerkungen. Die nationalen Vorworte sind eine dieser Anmerkungen. Gibt dann auch noch nationalspezifische Fußnoten. Das ist immer relativ interessant, weil gerade wenn man eine internationale Norm hat, sollte man das nicht überspringen. Sonst ist man ja ganz gerne so, ja, Vorwort brauche ich nicht, gib mir den eigentlichen Inhalt. Ist bei so einer Norm tatsächlich relativ wichtig, weil da in dem Fall dann die ganzen Dinge drin sind, die sich spezifisch auf die Situation in Deutschland beziehen. Hier wird dann beispielsweise auch erklärt, ne, die Norm enthält die Änderungen A11 und die geänderten Texte sind markiert mit hier Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, A11. Genauso bei den Korrekturen. Dann ist hier nochmal erklärt die englische Übersetzung in die deutschen Worte mit muss, kann etc., wie man es kennt. Und welche ISO-Norm, die in dieser Norm erwähnt wird, entspricht welcher deutschen Norm. So, und dann haben wir noch Literaturhinweise, nationale. Dann kommen wir zur eigentlichen Norm. So, das ist jetzt, ihr seht, da steht nur noch EN-ISO, nicht mehr DIN-EN-ISO. Das ist die eigentliche Norm. Ihr seht auch da wieder das Plus AC und das Plus A11. So, dann hat man jetzt hier den Inhalt. So eine Norm gliedert sich immer grob in zwei Bereiche. Den normativen Teil und den informativen Teil. Der normative Teil ist das, was die eigentlichen Regelungen sind. Darunter fallen der Anwendungsbereich und in dem Fall alles ab Kapitel 4. Alles andere, Deckblatt, Vorworte, Begriffe, Anhänge, ist der sogenannte informative Teil, der zwar auch wichtig ist und beim Verstehen helfen kann, der aber keinerlei normative Regelungen enthalten darf. Das heißt, auch wenn Anhänge häufig Hinweise enthalten, dürfen in den Anhängen keine Regelungen getroffen werden, sondern die müssen alle direkt in der Norm stehen. Man sieht, die Norm hat jetzt 97 Seiten, das ist okay, es gibt welche, die sind kürzer, aber auch viele, die sind deutlich länger. So, dann hat man jetzt hier das europäische Vorwort der Änderungen. Danach kommt das europäische Vorwort. Diese Norm hat drei Vorworte. Das nationale Vorwort, das wir schon gesehen haben, das europäische Vorwort und dann gibt es noch das ganz klassische Vorwort der ISO-Norm, wie sie ursprünglich geschrieben wurde. Hier, das ist die deutsche Übersetzung des Vorworts, wie es das ISO-Konsortium geschrieben hat. Weil wir haben ja eine DIN-EN-ISO und jede Stufe hat ihr eigenes Vorwort. Das ist dann tatsächlich so ein Vorwort, das kann man auch mal gerne überspringen. Am wichtigsten ist bei solchen Normen tatsächlich immer das nationale Vorwort. Deswegen lohnt es sich auch, die nationalen Versionen zu lesen und nicht, auch wenn man gerne vielleicht lieber englische Originaltexte liest, das Original vom ISO, weil das nationale Vorwort dann doch einige Hinweise enthält. So, und dann beginnt der eigentliche Teil mit
der Einleitung, den Begriffsdefinitionen. Das ist noch immer ganz interessant, weil Begriffe sind nicht, insbesondere nicht über verschiedene Fach- oder Themenbereiche, gleich. Das heißt, jede Norm kommt mit Begriffsdefinitionen und es lohnt sich, diese zumindest mal zu überfliegen oder auch während man die Norm liest, darauf zurückzukommen und zu benutzen. Weil man sollte, während man so eine Norm liest, keine Annahmen treffen. Man liest etwas und denkt, ja, klar, weiß, was das ist. Nee, lieber zurückgehen und nachgucken, weil sonst hat man am Ende noch irgendwas falsch. Ne, da sieht man, da sind die dann auch teilweise etwas länger, diese Definitionen. So, und jetzt sind wir schon in Kapitel 4, dem eigentlichen normativen Teil, die Regelungen. Hier sieht man dann wieder so schön, hier muss enthalten. Ganz klar, das kann man nicht tun, das muss das Unternehmen tun. Was dabei noch ganz interessant ist, das baut aufeinander auf. Man sieht ja hier da oben 412, die Organisation muss. 413, für jeden Prozess des Qualitätsmanagementsystems muss die Organisation. Und 414 baut dann wieder darauf auf. Das heißt, man sollte sich nicht nur den einen Absatz rauspicken oder Abschnitt, der einen interessiert, sondern auch noch das davor und danach ein bisschen lesen, weil das eben aufeinander aufbaut. Ich kann sowieso empfehlen, wenn man so eine neue Norm zum ersten Mal liest, die Norm nach Möglichkeit ganz zu lesen. Auch wenn das mehr Arbeit ist, das kann durchaus helfen, gerade vielleicht auch, wenn es ein Thema ist, mit dem man noch nicht ganz so vertraut ist, hilft das doch. Wenn man jetzt ein Thema gut kennt und sich damit schon dutzende Mal beschäftigt hat, ja gut, dann kann man auch direkt zu den Punkten springen, die gerade wichtig sind. Aber ansonsten empfehle ich doch, so eine Norm mindestens einmal mehr oder weniger ganz gelesen zu haben. Das ist zumindest das, wie ich das typischerweise handhabe. Was dann auch immer in vielen Normen, gerade wenn es um Prozesse oder Verfahren geht, drinsteht, Verantwortungen. Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung? Wen kann ich am Ende verklagen, wenn irgendwas schief geht, was nach Norm geregelt sein sollte? Ne, steht immer drin, wer hat die Verantwortung und welche Verantwortung? Dann Planung, Verbesserung und so weiter. Das ist jetzt ein Punkt, das hat man bei Qualitätsmanagementsystemen immer, weil es ja darum geht, etwas zu tun, zu gucken, wie ist das, das zu verbessern und dann das Ganze wieder neu zu tun. Auch so ist das geregelt. Und man sieht, da steht eine ganze Menge drin und am Ende haben wir dann auch wieder einen Haufen Anhänge. Die sind dann immer teilweise noch relativ interessant, weil man hier sieht, wie ist diese Version der ISO-Norm im Vergleich zu ihrer vorherigen, die in dem Fall von 2003 ist. Was hat sich da verändert? Wie ist das zu vergleichen? Das hilft, wenn man schon irgendetwas nach einer Norm implementiert hat oder nach einer Norm arbeitet und dann eine neue Version rauskommt. Dann kann man das in Verbindung mit der Beschreibung der Änderungen, die wir oben hatten, nehmen, um schnell zu gucken, was muss ich bei mir ändern? Passt das noch so, wie ich das tue? Und am Ende hat man immer nochmal so ein paar Literaturhinweise. Das sind in dem Fall hauptsächlich andere Normen und Standards. Aber da kann auch drinstehen, insbesondere wenn man europäische Normen hat, häufig Verweisungen auf europäische Richtlinien und Verordnungen. Oder bei rein deutschen Normen teilweise dann auf
Gesetze oder andere Spezifikationen, die nicht eine Norm sind. Das heißt, das lohnt sich auch immer mal, wenn man zu einem spezifischen Thema was sucht, da weiter zu gucken. Wir sehen hier ja auch ganz oben, verweist direkt wieder auf die 9001, Qualitätsmanagementsysteme. Klar, eine Norm, die sich um Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte dreht, wird auf die Ursprungsnorm zu Qualitätsmanagementsystemen verweisen. Und dann ist man tatsächlich auch schon relativ am Ende. Das ist eine Norm, die hat tatsächlich nicht so viele Fußnoten, nur insgesamt 7. Es gibt Normen, da gehen die Fußnotenzahlen in den dreistelligen Bereich. Ich hatte ja vorhin angesprochen, nationale Fußnoten als zweiter Weg, um die nationale Kommentare in so eine Norm kommen. Bei nationalen Fußnoten steht dann vor der Ziffer immer ein N und die haben eine eigene Nummerierung. Also die werden nicht so durchnummeriert wie die normalen Fußnoten, sondern es gibt dann N1, N2, N3, was unabhängig ist davon. So, jetzt sind wir gerade im Schnelldurchlauf so eine Norm durch. Wie genau man das macht und durcharbeitet, hängt immer so ein bisschen von der Norm ab und das Thema, um das es geht. Aber was so eine Norm eigentlich auch immer beinhaltet, ist das ganze Thema Prüfung und Messen. Da wird dann häufig beim Messen wieder auf andere Normen verwiesen. Da steht in den meisten Normen nicht direkt drin, wie exakt gemessen werden muss, sondern wird dann auf die eigenen Normen verwiesen, die das Messen eben definieren. So. Ja. Wo finde ich jetzt Normen? Wie komme ich da dran? Die sind doch sauteuer. Klar, das erste ist der Beuth Verlag. Das ist der Verlag, der die Normen vertreibt für das Deutsche Institut für Normung. Und das ist teuer. Zweite Möglichkeit, Universitäten und Hochschulen. Also alle, die irgendwo eingeschrieben sind. Guckt mal, ob ihr nicht Zugriff habt, weil die haben meistens, die TU Darmstadt zum Beispiel, große Rahmenverträge, wo man auf alle oder fast alle Normen zugreifen kann. Das ist sehr praktisch. Das habe ich viel genutzt, während ich hier studiert habe. Dann Bibliotheken teilweise. Die Universitäts- und Landesbibliothek hier an der Uni hat das. Und um die zu nutzen, muss man nicht Mitglied an der Uni sein. Man muss nicht eingeschrieben sein. Man kann Mitglied der Bibliothek sein und auf Normen zugreifen, ohne an der Uni zu sein. Und manche Bibliotheken haben das. Oder euer Arbeitgeber. Fragt doch einfach mal, weil dadurch, dass Normen so fast alles abdecken, haben fast alle Arbeitgeber irgendwo, zumindest teilweise, Verträge, Abos, Rahmenverträge für Normen. Guckt doch einfach mal, ob ihr darüber nicht auf irgendetwas zugreifen könnt. So, fassen wir zusammen. Wir haben gelernt, was eine Norm ist. Eine Norm regelt Anforderungen für im Grunde alles. Die Kurzbezeichnung gibt so ein bisschen an, wo kommt die Norm her? Kommt sie nur aus einem nationalen Gremium? Kommt sie aus einem EU-Gremium? Kommt sie von international? Und teilweise so ein bisschen in den Fachbereich, wie bei VDE-Normen für die Elektrotechnik. Ein altes Datum einer Norm heißt nicht zwangsläufig, dass die Norm veraltet ist, weil sie ja alle 5 Jahre spätestens einmal überprüft werden. Es gibt Normen, die aktuell sind, die, das älteste, was ich in Erfahrung, glaube ich, 1987, die immer noch gültig ist und genauso existiert. Eine Norm besteht immer aus einem normativen und einem informativen Teil. Also der Teil, der was regelt und der Teil, der alles drumherum beschreibt. Und insbesondere bei internationalen Normen das Vorwort nicht übersprengen, weil das enthält wichtige Informationen zur lokalen Situation,
die für einen selbst wichtig ist. Und mit dieser Zusammenfassung wäre ich dann auch im Grunde schon am Ende, bis auf den Frageteil. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, gerne noch stellen oder ansonsten, ich bin auch noch ein bisschen auf der Veranstaltung, immer gerne anquatschen. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch die Frage, gibt es irgendwo zumindest für die DIN-Normen irgendwie eine Übersicht über zurückgezogene Normen oder so? Also so wie ich es verstanden habe, gibt es halt alle 5 Jahre wird es überprüft, aber bestimmt gibt es auch welche, wo er sagt, okay, ist Schrott, brauchen wir nicht mehr. Ja, gibt es. Es gibt Verzeichnisse, wo alle Normen aufgelistet sind und Verzeichnisse über zurückgezogene Normen. Das hat alles das DIN. Also din.de, das ist die Webseite des Deutschen Instituts für Normung. Und da findet man all diese Listen. Gut. Ja, eine Ergänzung. Du sagtest, dass Anhänge normalerweise oder dass Anhänge informativ sind. Keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt tatsächlich Normen, die normative Anhänge haben. Ein Beispiel ist die 27001 mit ihrem normativen Anhang A. Da ist es aber so, es steht zumindest drüber. Also wenn man den Anhang komplett liest, fällt einem auf, dass da irgendjemand normativ drüber geschrieben hat. Erfreulicherweise. Richtig. Das sieht man hier bei den Anhängen. Steht ja Anhang B, darunter in Klammern informativ. Das heißt, der enthält keine Regelung. Danke für die Anmerkung. Hey, magst du vielleicht was dazu sagen, wo man Normen denn noch so finden kann? Also abseits von den genannten Punkten ist es natürlich so, dass man Normen man kann Normen beliebig im Internet finden, viel auch die bekannten Seiten, wo man vielleicht gepaywallte Dokumente oder sonst wie frei findet, sicher auch. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man einfach im Internet sucht und ein PDF einer Norm findet, weil das sind dann meistens, meiner Erfahrung nach, veraltete Versionen, die man da findet und nicht die ganz aktuellen. Hi, danke für den Vortrag. Gibt es bei der Nummerierung zwischen Änderungen, also du hast ja in der ISO einmal Änderungen, die mit AC das Präfix haben und dann A1 bis 11, schätze ich. Wo ist der Unterschied zwischen einer Änderung, die einen Buchstaben bekommt und einer, die eine Zahl bekommt? Du meinst den Unterschied zwischen AC und ja, genau. AF. Ah, das hatte ich vielleicht nicht häufig genug gesagt. AC sind Korrekturen. Das heißt, da wurde tatsächlich, war etwas falsch und musste berichtigt werden. Änderungen sind meistens nur zusätzliche Dinge, um die Norm auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Wohingegen eine Korrektur wirklich sagt, da war was falsch im Normentext. Alles klar. Oh, hier vorne ist noch eine. Es gibt eine DIN-Norm, die DIN 61650, die Putzlappen definiert. Warum gibt es keine DIN-Norm oder DIN EN ISO oder wie auch immer für E-Bike-Akkus? Also wir haben beide E-Bike vom gleichen Hersteller und zwei unterschiedliche Akkus mit zwei unterschiedlichen Ladegeräten, die man untereinander nicht tauschen kann. Ja, also es gibt Normen, auch internationale Normen für Akkus an sich. Das gibt es. Aber so etwas wie, so ich dich richtig verstanden habe, hättest du gerne etwas, was Ladegeräte und Ladestecker und so festlegt.
Das wäre tatsächlich nicht der Anwendungsbereich einer Norm spezifisch, sondern das wäre dann eher ein Gesetz oder eine EU-Verordnung, zu der dann sicher eine Norm kommt, die den entsprechenden Stecker oder das entsprechende Ladegerät dann festlegt. Aber das Durchsetzen, dass das so sein muss, wäre dann eher auf gesetzlicher Seite als auf rein Normenseite. Der Punkt ist, ich hatte ja auch gesagt, in diesen Gremien sitzen auch, ist auch die Politik drin. Und wenn jetzt die EU festlegt, sie macht so eine Richtlinie, nach dem muss die Stecker so und so sein oder das Ladegerät so und so, dann wird sich die EU mit dem CEN, dem europäischen Normenkörper, zusammensetzen und eine Norm entwickeln in Verbindung mit diesem Gesetz. Und dann kommt beides mehr oder weniger gleichzeitig raus im Grunde. So ist das, wenn das wie das typischerweise läuft. Ja, alles klar. Dann vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe noch mehr gelernt, als ich dachte. Und ja, Dankeschön.